Gut. Wo habe ich denn den Chef stehen lassen? Ah, hier oben. Nochmal die EC-Punkt für Helden töten. So. Ich will noch unverwüstlich haben. Ich will, dass sie HP recken können. Dann gehen die weniger drauf. Das gefällt mir dann eigentlich ganz gut. Haben wir denn schon alles mit von wegen extrahieren und so? Ja, die haben wir schon. Mana-Einsatz 1300 von 1500. Ja, 1400 von 1500. 1500 von 1500. Haha! Unverwüstlich. Sehr schön. So, Jungs, einmal mampfen. Und ihr bekommt jetzt Maskottchen. Was ist hier kein Arcanium verfügbar? Der fehlt der Arbeiter. So, lass mal schauen hier. Mehr Schaden. Ja, wir machen einheitlich Hexer. Ich meine, das sind 20% mehr Schaden. So. Was man hier rein, das hier ist das Feld, was Flott Autobot hatte gemeint, es gäbe ja noch ein Feld für eine Einheit. Für was das hier ist, weiß ich noch nicht. Da kann man schätzungsweise irgendeinen Gegenstand reinpacken, aber in der Richtung habe ich noch nichts. Ich weiß ja auch nicht, wie lange das Spiel letztendlich noch ist oder ob das nur so ein Item für die letzte Mission wird. Aber das ist nicht für irgendeine Einheit, wie das scheint, sondern eher für irgendeinen Gegenstand gedacht. Hier und der Boss. Aber der ist dran. Gut. Out of the pit into a hellhole. Kommt hier übrigens rein, da immer hinter dem Arbeiter her. Und da fliegen die Maskottchen. Immer zuerst die Nekromanten. Da hat sich auch irgendwo einer beschwert bei den Bewertungen von den Spielen hier, dass man die gegnerischen Einheiten nicht so einzeln angreifen könnte. Das ist völliger Schmarrn. Es ist zwar immer der Gruppe im Allgemeinen markiert von den Gegnern, aber die einzelnen Einheiten, die man dort anklickt, werden sehr wohl einzeln angegriffen. Also wenn ich in so einem Trupp auf den Mechaniker klicke, wird der Mechaniker gekillt. Drücke ich auf den Zauberer, ist der Zauberer zuerst dran. Die Tuss ist auch erledigt. Oh, eine neue Rune. Gut, jetzt haben wir das heimatliche Parkett geklärt. Einmal gehen wir noch regenerieren und dann geht's raus in die freie Wildnis. Dann suchen wir uns einen Wasserboiler. Die wachsen da bestimmt an jedem Baum. Es muss auch noch ein zwergischer Wasserboiler sein. Jetzt könnte ich ja eigentlich den beiden hier mal zwitschern. Sie sollen hier patrouillieren. Gut. Und dich bringen wir aber, bevor du patrouillieren darfst, noch nach hier. Und dann darfst du von hier aus patrouillieren. Ja, die hier braucht noch ein bisschen. Das ist die einzige Seite da oben. Ne, hier sind noch. Ja, hat schon funktioniert mit dem Patrouillieren.
Ja, der kleine Berserker. Gib's der Leiter. Ja, so ist richtig. So, und wir gehen mal raus. If it isn't the extraordinarily nutty engineer here to pay us a visit, Need some more help to wake your father, wake your demon from his deep slumber? Oh, have we met? Well, Thallus, the goblet of goo, any bells tingling between those majestic ears of yours? Yes, they go ting-a-ling-a-ling all the time. Like beer dripping from your beard down an infinite hollow packed with tiny metal spoons. Except there are no spoons. I said no sugar! Okay. Is there anything I can do for you, Mr. Faust? Oh, yes. I've been trying to get my hands on some candles of appalling scents. Need them to wake the Lord of Sludge, I do. But the blasted candlemakers say they are sold out for moons to come. That won't do. To be sure, I might be able to get you those candles if you have something to offer me in return. Oh, goodly good. Grandpa's wood. I know where you can get one smell stick on the surface. And I'm pretty sure you can find another one in the tower. Wouldn't be much of a dark tower otherwise. Bring me those, and I will give you a nice, juicy reward. Consider it done. Two candles of appalling scent coming up. By the way, you don't happen to have that reward on your person at this very moment. Oh, yesly, yes, for sure I do. I never leave home. Let me rephrase. I never get thrown out of home without it. So, theoretically, I could just have my Death Slayer do what he does best and then take it from you, without having to waste time on working for it. Brilliant idea. Just shy of the eatable life vest and the strawberry-flavored suppository. Just bear in mind that soon I will be in command of the Lord of Sludge, the most gruesome archdemon ever to soil the Ardanian soil. Not that it should stop you. You do, Deli, do as you darn well like. A new side quest has been added. Ich hab so das Gefühl, der Typ hat schon eine Runde mit meinem Dämon hinter sich, so wie er aussieht. Ist das eine Oberflächen-Rumring-Quest oder ist das eine hier unten Finde-Quest? Das ist eine hier unten Finde-Quest. Gut. Ach, da war sie ja auch markiert. Und da drüben. Gut. Also Jungs, sammeln und Marsch. Here I go again. Da sind doch da Gräber. Achso, die Kommando sind da. Ach, wir sind in den Kommandoturm ohne Gräber. I'm walking here. I'm walking here. Alles ist ganz easy. Ich habe irgendwie so das blöde Gefühl, da gibt es irgendwo Fallen. So, eine Stinkkerze. Oh, how tedious. I have wings, don't I? Dumm-di-dumm. Schauen wir mal. Oh, how tedious. Was es hier noch so Schönes gibt. Wings, don't I? Oh, how tedious.
geht's nicht weiter. Dann gehen wir hier nach links. Alles kein Problem. Die Nekromanten sind Schwächlinge. Also kampftechnisch sind normale Helden größere Probleme. So, jetzt kann ich entweder nach da gehen oder außenrum. Mal gucken. Ich will ja erst die Kerze einsammeln. Ja gut. Ja, Trupps sind alle in Ordnung. Die Schlausten sind sie auch nicht hier mit Feuerzaubern auf Nico, auf den Mond schießen. Also. Das ist ja wie ein frischer Frühlingsregen für meinen kleinen Bart. Und eine neue Rune. Oh, how tedious. I have wings. Da ist das Ding. Da ist das Ding. Also nach links. Here are the candles, Renfield. Now hand over that reward. I'm kind of busy drowning and slaughtering a horde of necromancers. Two? What am I supposed to do with two measly candles? I said four. What? No, you said two. Take these candles and give me the juicy stuff, or I might just take my chances with that sludge lord of yours. No deal. I'll tell you where to find two more candles. Go fetch, or I will become both sad and mad and possibly do something really, really bad. Ich mag den Zwerg nicht. So Jungs, einmal Essen fassen. Die anderen zwei Ketten sind ein Überfall. Ja, Trupp 1 ist eigentlich perfekt dafür. Ja, toll, ist ja nur ein 1-Sterne-Überfall, ist ja fast schon langweilig. Und da auch. Ja, das werden sie ja wohl schaffen. Bin mal gespannt, was wir als Belohnung kriegen. Mal hoffen, irgendwas Cooles, dass sich der ganze Mist hier lohnt. Wir brauchen ganz schön lang. New ladders have appeared. Da oben. Und hier. There now. Take your candles and go, you loon. What? One is missing. I need five candles.
not war. What are you? Some kind of slapdash layperson? It's called a pentacle, Star. Pentacle! Ugh. If you haven't noticed, I'm pretty damn busy at the moment. Just take the candles and give me the reward or face the consequences. Gobbledygook. I've had consequences all over my face since before I was born. You'll be rewarded when foul-smelling fumes are rising from all tips of my star. Go look in the prison cells. I felt a truly horrid stench as I passed them earlier. Ja, dann gehen die einfach so auf. Interessanterweise kann ich direkt hinporten, also bin ich mal so frei. Here I go again. Toll, jetzt auch noch auf der Liste wegen dem Mist, ich fasse es nicht. So, der rein, der ist schon ausgebildet. Why me? Here are your blasted candles, Beardface, and give me my reward. Candles? What candles? Here I go again. Oh, those smelly things. Nah, you keep them. I found some equally stinking smell sticks in my backpack. Oh, oh, yeah, yeah. This is yours. It has your name on it. See you. Here I go again. Der Ablauf dieser Quest stimmt mich nicht sonderlich fröhlich. Ich würde den Typen gerne bei offenem Feuer grillen. Life. What's the point anyways? So, da ist keiner mehr drin. Ja, da haben wir welche. So, fertig, dann schauen wir mal, was hier oben ist. Und ja, da können wir auch importen.